Dr. Uli Maurer wird als Surer und er speut. Neb denen Sozi, Bundesrozi, macht keine Freude. Er geht in die Beiz auf die Bier, schaut alle hässig an. Womit schon alles gesagt wär, wo der Mann gut kann. Aus Schweden billig flog ich, wie springt einem die Idee an? Du musst wahrscheinlich selber basteln, ganz à la Ikea. Bei Körperwelten gelten Falten schon als Kunst. Man tut an Toten alles ausloten, sogar Brunst. Jetzt ist die Show zu Ende, ich hoffe, dass nicht ein Teil davon entplastiniert beim Kopf als Frischfleischkasch bekommen. Der Walter Roderer heiratet, schreibt die Schweizer Illustrierte als Titel frech, die Schöne und der Plastinierte. Ein Triple A muss ha, sagt Ratingagentur. Hast nur noch zwei, dann heiligt die Krise auf der Lur. Hast gar kein A, bist übel dran, das siehst oh je. Ganz gut am Bader, Blocher, Brunner, Triple B. Mit dem Zuppiger, ich mache Wett, wär die SVP auf einem Triple Z. Es gibt ein iPod und ein iPad und es gibt auch Lack. Ein iPhone, es gibt iTunes und ein iMac. Auf alles mit Ei ist von Ei ran und man hat's gern. Und gleich will niemand der Ei-Mann für auf Bern. Es grinst der Jüngste in meinem Computerteam. Am allerliebsten habe ich immer noch Ice Cream. Wenn Zürcher Sex, wenn Ex und Hopp wie ein wilde Ochse, dann müssen sie stracks, die haben einen Knacks in kleine Boxen. Es sind halt Zürcher hinten drin in allen Sparten. Wir Basler haben eine Sexbox schon im Kindergarten. Dem, wo die Männer nach dem Boxenstopp zahlen müssen, sagt man scheint Sündenfall Kostenpauschale. Es dienen auch Schinken und Portugiesen in der Wiese Krise hinken. Auch die Spaniolen johlen wegen zu wenig Kohle. Es haben Zyprioten Münzen statt Noten in den Pfoten. Es haben die Rumänen Tränen wegen einer Minussträne. Und die Slowenen stöhnen, weil sie Geld lehnen müssen. Und die Reykjaviker werden dünner anstatt dicker. Es haben die Franzosen schon die Neurose, wenn Almosen. Auch die Kroaten warten in den Minusraten. Und auf Malta fühlen sie halt an Rappaspalten. Sind auch die Letten, kannst drauf wetten, kaum noch zu retten.
Sogar die Irren dienen im Minusgeschirr. So pfänden die Wiener ihre Hühner immer früher. Jetzt fahren die Briten heute nicht mehr so teure Schlitten. Und die Slowaken staken durch die Finanzkloaken. Haben wohl die Polen ein bisschen Kohle, sind sie gestohlen. Bis am Barren müssen die Bulgaren nur noch sparen. Sogar die Ami führen stramme Sparprogramme. Und es werden Prager Hunger, Nager und ganz mager. Ganze Völker braucht es Milliardenlöcher zu machen. Wir Schweizer sind viel effizienter in so Sachen. Für ein Milliardenloch lenkt locker ohne Stress. Ein kleiner Banker zu London von der UBS. Guten Abend miteinander. Wenn ihr hören, dann gehst du zeigen. Der Kauf vom Shaqiri für 13 Millionen wird sich für Bayern sicher lohnen. Und zum Muskelpäckli Teddy Bär macht's aber einem in München schwierig schwer. Der Robben sollte nie vergessen, dass Bären gerne Robben fressen. Als der nächste Vers aussitzt, wird das Weissblatt nochmal gespitzt. Frau Meier drüllt mit ihrem Hundeli im Gundeli ein Rundeli. Da schießt ein vom Dach im Gundeli. Ziegeluft das Hundeli. Jetzt drüllt Frau Meier ihre Rundeli im Gundeli ohne Hundeli. Als der nächste Vers aussitzt, wird das Reissblatt nochmal gespitzt. Unsere liebe Moragie will die Kasernen aufmachen gegen eine Reihe. Ich habe das Gefühl, der gute Mann will einfach auch einmal den Durchblick haben und möchte, sollte er einmal die Regierung verlassen. Auch eine Lücke hinterlassen. Als der nächste Vers aussitzt, wird das Reissblatt nochmal gespitzt. Alle gelben Entli schwimmen auf dem Rhein, schwimmen auf dem Rhein. Da sind der 60. Reihe, das dritte von links ist mein. Als der nächste Vers aussitzt, wird das Reissblatt nochmal gespitzt. Letztes Jahr habe ich ein Vers gemacht vom Berlusconi. Und schon ist ganz Italien ohne. Den Wein vom Kasper zu seinem Schaden. Ist der Bader denn auch gleich baden? Jetzt habe ich das Jahr ein Vers vom Hans Bigas singen. Als der nächste Vers aussitzt, wird das Reissblatt nochmal gespitzt. Das Sprichwort sei gescheins nicht verkehrt, als man bei den Reichen sparen lehrt. Wenn du mal bei Reichen bist, merkst du gleich, als gibt's bei denen das Geilste ist. Darum hat der Blocher seiner Tochter, wer hat das gedacht, auf die Weihnacht nur eine alte Zeitung geschenkt. Als der nächste Vers aussitzt, wird das Reissblatt nochmal gespitzt.
Vorgestern. Ich glaube, so gegen die drei habe ich Fleisch gekauft in einer Coop-Metzgerei. Vor dem Laden gar nicht gescheit. Ist mir das Gottlet aus der Gucke geht. Komm daheim, hat mich der Schlag fast getroffen. Ja, das Gottlet ist mir den ganzen Weg nachgelaufen. Als der nächste Vers aussitzt, wird das Reisblatt nochmal gespitzt. Alle gelben Entli schwimmen auf der Welle, schwimmen auf der Welle. Alle dienen sie schnädern, nur meins Foto von Bellen. Als der nächste Vers aussitzt, wird das Reisblatt nochmal gespitzt. Meine Schuhe kaufe ich in Mailand ein. In Porto, dort kaufe ich mein Wein. In Dijon, ja, da kaufe ich Senf. Uhren und Schmuck kaufe ich in Genf. Und auf dem Heimweg, weil es fast nichts kostet, habe ich in Neuenburg noch einen Fussballglübli gepostet. Als der nächste Vers aussitzt, wird das Reisblatt nochmal gespitzt. Das Bierchen, der Dildo und das Gegenstück. Nein, die Sexbox bringt unseren Golfen kein Glück. Sie sind gschürig, grusig und haben keinen Zweck. Drum nimmt man sie meinem Bub grad wieder weg. Ich find das blöd. Was soll das denn? Jetzt, wo ich mir mal bei den 50 hat helfen können. Als der letzte Vers aussitzt, wird das Reisblatt nochmal gespitzt. Alle gelben Entlein schwimmen auf dem Rhein, schwimmen auf dem Rhein. Das, wo am Schluss die Hütte gewinnen, wird wohl das Deutsche sein. So, liebe Land. Wie tut sich Seeleben lohnen? Oh. Statt schaffen holt man Subventionen. Tschi. Oh. Bürokratie ist Religion. Tschi. Oh. Mit 45 in Pension. Tschi. Oh. Beim Schaffen 2 Stunden auf der Bein. Tschi. Oh. Schon kommen Griechen tot mit heim. Tschi. Oh. Doch trotz Erschöpfung macht's kein Mühe. Tschi. Oh. Noch ein bisschen Steuern zu hinterziehen. Tschi. Oh. Und immer lügt dort ganz weit oben. Tschi. Oh. Regiert der Euro vor den Schwoben. Tschi. Oh. Von Athen bis Saloniki. Tschi. Oh. Gibt's nur noch Suchgut statt Tzatziki. Tschi. Oh. Für andere ist das eine Lappalie. Tschi. Oh. Dolce far niente in Italien. Tschi. Oh. Die sind, das darf man konstatieren. Tschi. So ganz voll zum Demonstrieren. Tschi, oh. Doch Sanji meint zum Berlusconi. Tschi, oh. Muss nicht meinen, euch verschoni. Tschi, oh. Statt Bunga Bunga wie ein Ferkel. Tschi, oh. Heißt jetzt kuscheln mit der Merkel. Tschi, oh. Unsere Meinung lautet so. Tschi, oh. Die EU ist kurz vor dem K.O. Tschi, oh. Sogar der Rat degeneriert. Tschi, oh. Das Türkeis Beitrittsgesuch sistiert. Tschi, oh. So tut auf Zukunft vor den Letten. Tschi, oh. Gar kein Buchmacher mehr wette. Tschi, oh. Nicht besser große Zyprioten. Tschi, oh.
1 zu 1000 ist dort Quote. Tschi, oh! Vergessen kannst auch Portugiesen. Tschi, oh! Die suchen ständig nach Devisen. Tschi, oh! Und die betteln der Rumänen. Tschi, oh! Wenn wir gar nicht erst erwähnen. Tschi, oh! Take it easy, meint der Schott. Tschi, oh! Wer nichts zahlt, geht nicht bankrott. Tschi, oh! Viel besser sucht man sich einen Spender. Tschi, oh! Bekifft genug wären die Niederländer. Tschi, oh! Die Slowaken und Bulgaren. Tschi, oh! Müsst man Geld lehnen zum Sparen. Tschi, oh! Und das nennt man von den Polen. Tschi, oh! Die haben es darum bei den Tschechen gestohlen. Tschi, oh! Tschechen gehen zu den Slowenen. Tschi, oh! Die dienen sich von den Finnen lehnen. Tschi, oh! Am Schluss sind die Luxemburger reich. Tschi, oh! Das heisst EU-Finanzausgleich. Tschi, oh! Die Situation könnte eskalieren. Tschi, oh! Wie sollte die Schweiz darauf reagieren? Tschi, oh! Es gibt nur einen Weg aus dieser Not. Tschi, oh! Die Gesalzenen im Bundesrat.